Hättet ihr gedacht, dass unsere Sepien waschechte Karlsruher sind? Die Aufzucht dieser interessanten Meeresbewohner findet komplett im Naturkundemuseum Karlsruhe statt. Beobachtet man die grazil schwimmenden Tintenfische eine Weile, kann man nicht nur zusehen, wie sie gekonnt vorwärts und rückwärts schwimmen, sondern sogar manchmal beobachten, wie sich Männchen und Weibchen zum Paarungsritual treffen. Das gestreifte Männchen nähert sich einem anderen Tier und wartet auf dessen Reaktion. Bekommt es auch ein Zebramuster? Nein, dann ist es ein Weibchen. Bitte hinterher schwimmen und warten, ob es bereit ist zur Paarung. Die Aquarien für die Zucht unserer Sepia officinalis stehen hinter den Kulissen im Keller. Dort kann die Paarung ungestört, aber leider auch oft ungesehen, stattfinden. Das Weibchen, hier begleitet vom Männchen, bewahrt die Spermien in einer Speichertasche auf. So kann die Befruchtung entweder direkt erfolgen oder erst mehrere Wochen später. Zur Befruchtung legt das Weibchen ihre Fangarme zu einer Röhre zusammen. In dieser Röhre werden die Eier an der Samentasche vorbeitransportiert und so befruchtet. Durch rhythmische Bewegung des Weibchens wandern die Eier dann bis zum Ende der Armröhre. Zur Eiablage sucht das Weibchen nach einer geeigneten Stelle, wie zum Beispiel Wasserpflanzen oder auch wie hier die Stangen des Thermometers. Fündig geworden, umgibt sie die Eier mit einer tintenhaltigen Schutzhülle und formt mit ihren Armspitzen aus der Eihülle zwei Zipfel. So ein schwarzes Ei ist jetzt erkennbar. Mehr als 500 der wie Zitronen geformten, etwa 2 cm langen Eier werden eins nach dem anderen untereinander in einer langen Reihe befestigt. Nach 30 bis 45 Tagen schlüpfen die kleinen Sepien. Sie sehen genauso aus wie die erwachsenen Tiere und stehen in ihrem Verhalten den Großen in nichts nach. Auch mit der Tarnung klappt es von Anfang an hervorragend. Die Elterntiere sterben kurz nach der Eiablage, denn ähnlich ihrem nahen Verwandten, dem Oktopus, haben Sepien nur eine kurze Lebensdauer von bis zu 2 Jahren. Die kleinen Sepien werden schon mit etwa 8 Wochen in die Schauaquarien umgesetzt. Hier wachsen sie auf eine Gesamtlänge von etwa 25 cm heran. Mit 10 bis 12 Monaten werden die Tiere geschlechtsreif und das Ritual beginnt von vorne.